Mein Name ist Catherine Chikosi, ich bin 18 Jahre alt, gehe aufs Gymnasium, besuche die 12. Klasse, mache nächstes Jahr mein Abitur. Meine Mutter kommt von den Philippinen, mein Vater ist aus Zimbabwe. Ich bin hier in Deutschland groß geworden, habe aber noch Kontakt zu eigentlich allen Familienmitgliedern von den Philippinen und auch aus Zimbabwe. In der Grundschule wurde ich diskriminiert aufgrund meiner Hautfarbe. Das hat sich dann ungefähr bis zur 7. Klasse gezogen. Dann wurden die Leute auch älter und war auch alles in Ordnung. Aber von den Lehrern hat man ab und an mal mitbekommen, dass man eigentlich anders aussieht. Also ich habe es die meiste Zeit eigentlich ignoriert, aber jetzt mittlerweile nervt einen das schon und dann möchte man auch mal was sagen dagegen. Das hat eigentlich noch nie wirklich aufgehört. Man bekommt immer das Gefühl, obwohl man Deutsch ist und obwohl man eigentlich manchmal besser die Sprache kann als manche andere Deutsche, fühlt sich aufgrund der Hautfarbe einfach manchmal nicht willkommen, weil die Leute einem so das Gefühl geben. Ja, ich spiele schon mit dem Gedanken, später mal woanders mein Leben zu verbringen. Zum Beispiel in den USA, da war ich jetzt auch öfter. Und das hat mir einfach, ja, da fühle ich mich einfach viel wohler, weil da auch ganz viele andere Leute sind. Da sticht man nicht so heraus. Und hier in Deutschland, gerade in dem Dorf, wo ich lebe, ist es natürlich dann ganz besonders, schwarz zu sein. Natürlich möchte ich gern Kinder haben, auf jeden Fall. Es muss nicht unbedingt sein, dass die jetzt woanders aufwachsen als Deutschland, weil ich hatte eigentlich eine sehr gute Kindheit hier, bis auf, dass ich ab und zu mal gehänselt wurde, klar. Also ich kann mir schon gut vorstellen, dass zukünftig die Hautfarbe einfach keine Rolle mehr spielt, da einfach jetzt schon die Kinder mit ganz vielen Ausländern aufwachsen. Eigentlich singe ich schon seitdem ich klein bin. Meine Mutter hat mir das immer beigebracht, immer wenn ich abends schlafen gegangen bin. Die mir mal erzählt, ich soll von Wellen träumen. Damit, also hier diese Vibration in der Stimme, ne? Das soll ich mir dann immer vorstellen. Dann kann ich das besser. Und seitdem kann ich das. Also seitdem kommt es automatisch. Einmal habe ich 2009 einen Gesangswettbewerb auch mitgemacht, hier von der Nachbarstadt Dinslaken. Da habe ich auch gewonnen. Ich habe auch mit einem Künstler gearbeitet aus England, der heißt Digger. Und der ist jetzt mittlerweile ziemlich groß. Und dann habe ich das in meinem Auto gehört und dann hat mir das so viel Spaß gemacht, dass ich mir gedacht habe, ja, das möchtest du auf jeden Fall irgendwie weitermachen. Klar, jeder von uns hat einen Traum. Aber man muss ja auch wirklich was Festes in der Hand haben. Aus dem Grund mache ich halt auch mein Abitur, damit mir halt alle Türen offen stehen. Ich habe, um ehrlich zu sein, keine starke Bindung zu den Philippinen und auch nicht zu Zimbabwe. Da war ich einfach noch viel zu klein. Und deshalb kann ich mich kaum noch mit irgendetwas erinnern, leider. Ich bin schon irgendwo ein Realist, klar. Aber ich bin auch sehr optimistisch. Also ich könnte mir schon gut vorstellen, dass mal plötzlich ein Wunder passiert. Was ich total schade finde, ist, dass die ganzen Ausländer sich in ihren Grüppchen zusammentun hier in Deutschland.
Da das ja auch eine Form von Rassismus irgendwie ist, wenn man sich den Deutschen gegenüber, wenn man jetzt denkt, die sind irgendwelche Nazis oder sowas, das ist ja auch ein Vorurteil. Die Leute hier in Deutschland bzw. die Gesellschaft sollten nicht so voreingenommen sein und nicht so viele Vorurteile haben, ein bisschen mehr Achtung und Respekt zeigen. Einmal habe ich dann auch mitbekommen von Freunden von mir, von ehemaligen Freunden von mir, dass ich zu deutsch für die war, da ich ja im Dorf lebe und ja, eine gute Erziehung genossen habe, auch aufs Gymnasium gehe, da meine Eltern auch einen guten Beruf haben. Da war ich dann plötzlich zu deutsch für die und nicht mehr irgendwie afrikanisch oder sonst irgendwas. Was natürlich total bekloppt ist. Weil man kann ja nicht zu deutsch oder zu afrikanisch oder sonst irgendwas sein.